Ein riesiger Algenteppich. Und jetzt haben Forscher ihn erstmals vermessen. Im Atlantik treibt dicht an dicht Braunalgen vom Golf von Mexiko bis nach Westafrika. Das belegt eine Studie der Universität von Südflorida. Immer mehr dieser Algen werden an die Strände der betroffenen Regionen gespült, wo sie beim Zersetzen nach faulen Eiern riechen. Der Teppich bedroht das Ökosystem des Meeres. Denn bei größerer Anhäufung gefährden Braunalgen Meerestiere und Korallen. An den Karibikstränden wie hier in Mexiko hat sich die Braunalge Sargassum muticum explosionsartig ausgebreitet. Ein Problem für die Tourismusindustrie. Um die faulig stinkenden Algenberge zu beseitigen, müssen manche Urlaubsresorts jedes Jahr mehrere hunderttausend Euro ausgeben. Nach einer aktuellen Studie der Universität von Südflorida hat das Algenwachstum ein ungeahntes Ausmaß angenommen. Mit Hilfe von NASA-Satelliten haben die Wissenschaftler festgestellt, dass die Algen zu Beginn des Jahrzehnts fast nur im Golf von Mexiko verbreitet waren. Der Algenteppich reichte im vergangenen Jahr nun zum ersten Mal von Zentralamerika bis nach Afrika mit einem Gewicht von 20 Millionen Tonnen. Das hat zwei Ursachen mutmaßlich. Das eine ist die Erwärmung der Meere. Der Klimawandel begünstigt das Wachstum. Das zweite ist der Eintrag von Nährstoffen. Diese Algen können innerhalb von 11 Tagen ihre Masse verdoppeln, wenn genügend Nährstoffe da sind. Und diese Nährstoffe kommen vor allen Dingen wohl durch die Abholzung des Amazonas-Urwaldes, dadurch, dass dort Boden abgeschwemmt wird mitsamt allen Nährstoffen. Das Algenwachstum eine Bedrohung für die Natur. Bei der Zersetzung verbrauchen die Algenteppiche große Mengen von Sauerstoff. Außerdem werden Meeresschildkröten an der Eiablage am Strand gehindert. Der Tourismusbranche in der Region schadet die Algenschwemme schon jetzt.